Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur Let's Play O-Ton. Wir spielen mal wieder eine Runde Spec Ops The Line auf der Xbox 360. Und beim letzten Mal hatten wir ja hier uns auf den Weg zu diesem Türmchen gemacht, denn wir wollen dem DJ eins auf den Pinsel geben. Und haben uns das letzte Mal schon mit den Snipern hier angelegt. Die haben wir jetzt umgelegt und jetzt geht's mal rüber. I have to try, Colonel. It's the only way. And you Whoa. Damn them all. Oh, shit! But... Walker! What are you doing? Adams? You can't do this, man! Stop! Just fucking stop! Damn it, Walker! No! Was zum Geier? Jesus! What the fuck did you do, Walker? Caught me off guard. Hey, it happens. Now come on. Holy shit. Okay, für die Leute, die vielleicht jetzt mein Let's Play Uncharted gesehen haben, hat schon mitbekommen, dass ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe und das gilt auch für das Spiel. Deswegen, boah, bin ich jetzt gerade so ein bisschen geflasht. Okay, Colonel. Call me John. Oh, yes, sir. John. Shall we start? You're not recording this, are you? What? No. No, of course not. Good. I don't want... People need to hear my words, not my voice. I totally understand. Yes, I think you do. You've been a friend these past months. It has been helpful having someone who just listens. That's very nice of you to say, sir. What are you doing? Oh, I'm sorry. This pen doesn't work. I gotta get another one. Ja, okay. Ja, also ich bin gerade so ein bisschen aus der ganzen Handlung ein bisschen raus. Jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, wir hatten irgendwie die Wasserreserven da irgendwie versehentlich kaputt gemacht oder auf Anweisung von dem Riggs. Keine Ahnung. Und jetzt sind wir irgendwie... Oh, Jausa. Lecker. Genau, und jetzt wollen wir hier zu diesem Radio fritzen, um halt irgendwie dann auch die Evakuierung von Dubai irgendwie ans Laufen zu kriegen. Ja, komm schon. Und wie man sieht, unser Charakter, der sieht mittlerweile so durchgerockt aus. Und das ist halt auch in der Tat einfach so ein bisschen so dieses Element, was schon häufiger dann auch bei verschiedenen Tests irgendwie dann auch gesagt wurde, dass sich halt auch die Veränderung der Charaktere nicht nur in ihrer psychologischen... Ja. Okay. Zack. Aha. Hey. Reloading! Ja, dass sich die Entwicklung also nicht nur psychologisch bemerkbar macht, sondern halt auch tatsächlich. Wow. Oh, na, komm schon. Habe ich jetzt gerade die. Ich hab die RPG abgeknallt. Wie geil ist das denn?
Oh, shit, okay. Ja, ich muss mich wieder so ein bisschen an das Spiel gewöhnen. Wie gesagt, das ist ein bisschen her und deswegen verzeiht mir, wenn ich jetzt einmal mich ein bisschen dusselig anstelle. Genau, also Wasserreserven haben wir irgendwie versehentlich kaputt gemacht. Jetzt kommen wieder die Ladezeiten aus der Hölle. Hervorragend. Das war ja so bei dem Spiel, dass sie ein bisschen länger waren, genau, und hatten dann uns irgendwie auch schon bei dem Riggs, der uns da quasi zu There's our tower. veranlasst hat, We got jammed gebührend in that roof. bedankt. Shit, can't zip over till we clear it out. Und, Not a jo. problem. Adams, you spot him. Lugo and I'll knock him down. My kind of plan. Take your mark, Captain. I got the other. Na, aha, da kommt er ja schon. Waiting on you, Captain. Ja. Na komm. Und Piff. Gotcha, fucker. Klare Ansage. Okay, wenn hier von diesem beknackten Radiofritzen die ganze Zeit irgendwie verarscht oder beleidigt. There goes my Fantasy Football League, ja. Da gebe ich einen herzlichen Scheiß drauf. Zack. Okay, wechseln wir mal wieder auf die Shotgun. Ja, genau, jetzt wollen wir auf jeden Fall hier diesen Radiofritzen irgendwie kriegen, weil der geht mir A auf den Pinsel. Und B müssen wir das ja irgendwie hinkriegen, dass die Leute hier auch über die Situation. Zack. Okay. So, mein Freund. Kill confirmed. Was war das denn? Ah, ein schöner Glitch bei dem Spiel. Kill confirmed. Ah ja. Okay, also entweder gehört das jetzt zu dem Spiel dazu, dass jetzt irgendwie hier so komische Glitches dabei sind, ne? Wir haben das ja schon mal mitbekommen, dass der hier so ein bisschen ausgerastet ist und sich irgendwie Sachen eingebildet hat. Ja, oder irgendwas ist mit dem Spiel nicht in ganz in Ordnung. Wie dem auch sei. Gucken jetzt erstmal nochmal, ob wir hier noch ein bisschen was an Informationen finden. Kann man ja immer einsammeln. Hier ist offensichtlich nichts. Vielleicht müssen wir hier nachher hin. Dum, 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 dum. Piff. Alles klar. Hä? Was denn? Reloading. Ah, okay. Alles klar. So. We're on borrowed time, gentlemen. No one Conrad. Reinforcements are en route as we speak. This is all you, Lugo. I want that radio 5x5 in less than two. You got me? Don't worry about it. Abgefahren. I can do my fucking job. Ganz schön abgefahren hier. Kehr, überall irgendwie Zeug, okay. Was hat denn hier für eine abgefahrene Hütte, ey? Was ist denn das? Wie geil ist das denn? Meine Fresse, ey, was ist das für eine abgespacede Bude hier?
Okay. Gut, hier ist nichts. Refill Ammunition, kann man machen. Haben eh nicht so wirklich viel. Aha. Turns out our favorite DJ used to be one Robert Darden. Worked with Rolling Stone for years. He was the Hunter Thompson of celebrity fluff pieces. Darden had obviously tuned out by the time we got here. But looking at his notes, it seems he'd been trying his hand at some honest-to-God journalism. Notes on the evacuation cover-up, the tragedy, the human cost. Maybe his time among the soldiers washed some of the bullshit off him. Who knows? But it's a genuine shame this Bob Darden will never meet his deadline. The cost of our presence here continues to grow. Okay. ja. Also das Ganze wird irgendwie alles ein bisschen immer konfuser, immer abgespaceder. Also nicht abgespaced, aber halt irgendwie extrem merkwürdig. Und hey, da ist er. I think that's a real guy. I mean, come on. Clock's ticking, Lugo. Yeah, I'm on. This deck's custom, so I'm gonna need a minute. What's that sound? Those voices? Easy there, G.I. Joe. That's just a cloud echo. We hear that shit all the time. A what? It's a signal bouncing off the storm wall. Hey now, check out the whiz, kid. Yeah, where's textbook? You're the guy who built a citywide broadcast system of spare parts. That's impressive. Oh, well, you know. You said it, not me. Like, I see where you boosted the transmitter, but how far does this thing really go? To infinity and beyond! Or the storm wall. Same difference. Now you're just fucking with me. Oh, ye of little faith. You are live and on the air, my good man. Give it a shot. Wow. That was easier than I expected. Thanks. Was zum Geier? Have you lost your fucking mind? Are you really this fucking naive? He kept the 33rd on our ass this whole time. He wasn't gonna let us just walk out of here. I did what was necessary. You don't get to make that call. Well, fuck you. I just did. That's enough. We'll deal with this later. To anyone who can hear me, I'm the commander of an American evacuation force. We're here to rescue you. But first, the 33rd will pay for what they've done. Oh yeah. The evacuation. What now? We're trapped. That helo's our only way off this roof. There's a lot of gun between here and there. Into the tower. Move. You two go. I'll cover you from here. Like hell. There's no time to argue. Now go. Lugo's right. Come on. Okay, also Lugo, diese ganze Geschichte helo, you start running. Don't worry about me. Eskaliert einfach viel zu krass. Ja. Got another one. Ich weiß mittlerweile nicht mehr so wirklich, was ich von dem Spiel halten soll, denn ich weiß halt nicht so richtig, wo es hinführt, aber ich meine, das ist an sich ganz, ganz nice. Also es ist irgendwie, ich habe immer so ein... Oh oh. That doesn't sound so good. Morning. Tag him down. Shit! I need some cover here. Okay.
Alter Schwede. Zonk. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir müssen die Zonk, Zonk. Fucking Trader. Oh, eine P90. Okay, der Adams geht auf jeden Fall auch schon hart in den Enrage. Wow, Bams. Verdammt. Oh, oh, oh. Ah, scheiße. Da hat er mich gekillt. Der Sack mit dem Messer. Okay, den habe ich nicht gesehen. Okay. Ich sehe auch schon, wir sind schon wieder ziemlich über der Zeit drüber. Deswegen machen wir an der Stelle einfach eine kleine Pause und beim nächsten Mal geht's direkt weiter.